RTL-Sendung Bauer sucht Frau schlägt hier in Dunningen im Kreis Rottweil besonders hohe Wellen. Denn einer aus Dunningen macht damit, der 36-jährige Frank Ohnmacht. Wir haben uns ein bisschen in Dunningen umgehorcht, was denn die Leute so davon halten und ob sie sich in einen Bauern, der übers Fernsehen eine Frau sucht, verlieben könnten. Man spricht überall ein bisschen drüber und jeder rätselt, wo hat er seinen Hof und was ist es für einer. Ja. Vielleicht hat er ja einfach bisher kein Glück gehabt und wenn jetzt eine Frau, wo ebenfalls kein Glück sagt und gehabt hat und sagt, das ist jetzt jemand, der ist mir sympathisch, warum nicht? Könntest du dich in jemanden verlieben, der sich übers Fernsehen eine Frau sucht? Kommt drauf an, wie der Charakter ist. Wenn er gut aussieht oder so und freundlich wäre oder so, ja. Ja, ich meine, da gibt es bestimmt auch nette Leute, die da hingehen. Also wenn es nett wäre und so, vielleicht schon mal drüber nachdenken. Generell ein Bauer, wäre das was für Sie? Ja, ich bin auch selber auf einem halt Bauernhof ähnlich aufgewachsen und von dem her. Das würde Sie nicht abschrecken, nee. Die viele Arbeit und. Nee, nicht wirklich. So, als Bauer kann man es verstehen, oder? Der hat keine Zeit, Frauen kennenzulernen und viel Arbeit und. Ich denke, man hat schon Zeit, dass für sowas hat man immer Zeit. Wäre das auch was für Sie, sich übers Fernsehen eine Frau zu suchen? Bestimmt nicht, nee. Es gibt sicherlich andere Möglichkeiten, also übers Fernsehen würde ich es nicht machen. Ja. Nee. Ganz und gar nicht. Aber kann man schon ein bisschen verstehen, der Bauer, der den ganzen Tag im Stall, oder? Vielleicht für den Bauer, ja, der sehr wenig Zeit hat, auch Freizeit, viel im Stall. Ja. Auch am Wochenende muss er da ran. Ja. Vielleicht ist das eine Möglichkeit für ihn, ja. Und fiebert ihr mit ihm mit, ob er eine findet? Ja, schon ein bisschen. Ja. Jetzt eine Frage, wäre das was für dich? Ein Bauer, der eine Frau sucht im Fernsehen? Und auf dem Bauernhof und so, das ist ja nicht gerade so wirklich so toll, oder? Ich hätte in Kneipe gehen und Disco. Ja, die suche ich lieber selber.